Hallo, mein Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man die spanische Romanze als Instrumentalstück auf einer Ukulele spielen kann. Ich habe nicht die Gitarrenversion übertragen mit diesen Triplets, sondern eine relativ gut spielbare für die Ukulele. Ich beginne beim D-Moll-Akkord, habe ich diese Schlangenlinie gemacht. Das heißt, ich spiele nicht alle drei Töne gleichzeitig, sondern leicht versetzt oder ich kann es auch mit dem Daumen machen. Das gilt für alle Akkorde. Immer am Anfang des Taktes fahre ich über alle drei Seiten. Ich spiele die ersten zwei Takte. 3, 4. Dann bleibe ich auf D-Moll. Also die kompletten ersten vier Takte sind alle D-Moll. 3, 4. Dann wieder D-Moll, diesmal am fünften Bund, Barré. 3, 1. Und dann geht es in einen G-Moll. Ich spiele ganz langsam die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Takte bis hierher. 3, 4. Entschuldigung. 3, 4. Noch einmal, vielleicht langsamer. 3, 4. Und jetzt kommt ein A. Ich greife auf der dritten Seite die 1 mit dem Zeigefinger. 3, 4. Ich spiele diese zwei Takte. 3, 4. Langsamer. 3, 4. Wieder D-Moll. Noch einmal D-Moll. Jetzt wieder A. Und D-Moll. Und dieses Zeichen deutet kleine Pause. Ich spiele jetzt den ersten Teil, den Teil A, zweimal durch. Es wird einmal wiederholt. In langsamem Tempo. 3, 4. Und dann kommt der zweite Teil, diesmal nicht D-Moll, sondern ein normales D. Ich spiele auch Barré, habe ich mehr Platz, also mit den Fingern tue ich mir schwer, also ich spiele Barré, weil ich die erste Seite sowieso nicht brauche. Jetzt löse
löse ich den Barré auf, 0, und greife dann zusätzlich diese zwei. Noch einmal die ersten zwei Takte, langsames Tempo. Und jetzt ist die Melodie ziemlich basslastig, also ich brauche den Teil eines C-Akkordes. Spiele von hier bis hierher. Jetzt weiter mit A, Zeigefinger ist schon auf diesem 1er, Entschuldigung, ich spiele es im Zusammenhang vielleicht, also von hier bis zu diesen zwei Takten mit dem A-Akkord, 3, 4, hierher. 3, 4. Jetzt kommt D. Zwei, vier. Und dann kommt ein neuer D-Griff. Barré am zweiten Bund, die erste, zweite und dritte und der kleine Finger spielt dann 5er. Ich spiele es jetzt komplett von hier weg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis zu diesem G-Griff, langsamen Tempo, 3, 4, noch einmal, 3, 4. D-Griff, 4, 3, und dann geht es ins C. Ich spiele es noch einmal, von hier bis zum Beginn des G-Taktes, 3, 4. Jetzt kommt G. Zwei Takte A7. Und dann ein D, also D-Moll stimmt nicht, ist ein D-Akkord. Und dann wird es wiederholt, der zweite Teil und der zweite Schluss. Oder am fünften Bund. Ich spiele jetzt den zweiten Teil von hier mit ersten Schluss, Wiederholung und zweiter Schluss. 3, 4. Ich wünsche jetzt viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.